Soddele, Leute, ich wollte heute mal über ein richtiges Aufregerthema für mich sprechen. Was mich nämlich wirklich etwas ärgert, ist in letzter Zeit, dass ich relativ oft auch von bekannten anderen YouTubern so mitkriege, wenn die an eine Ladesäule kommen und da steht jetzt zum Beispiel ein E-Golf an einer 300 Kilowatt Ladesäule. Ja, dann fangen die an zu sagen, oh, was parkt denn der E-Golf da? Ja, der kann nur mit 40 kW laden. Ja, warum will der eine 300 kW Säule besetzen? Das ist doch einfach zugeparkt. Ja, also ich setze natürlich voraus, dass das Auto auch wirklich lädt. Ne? Ja, da sage ich auch, Leute, was wollt ihr denn? Ja, natürlich darf der da laden. Ja? Okay, es wäre schön, wenn er vielleicht wüsste, wenn nebendran eine Ladesäule mit 50 kW ist, dass es für ihn keinen Sinn macht, an die 300 kW zu gehen. Aber wenn ihr da hinkommt, wisst ihr ja nicht, was war, als der gekommen ist. Vielleicht war ja die langsamere Ladesäule, wo er eigentlich laden wollte, besetzt. Hm? Also ich finde es ziemlich komisch, dass man anfängt, sich darüber aufzuregen, dass jemand, der nicht so schnell laden kann, ja, wie man selber vielleicht, ja, eine Ladesäule besetzt, wo man selber gerne laden würde. Wäre mir ja schon klar, wenn ihr jetzt mit dem Auto ankommt, was weiß ich, eines von den Hyundai, von den Kias Modellen, ja, die über 200 kW können oder Porsche oder Audi e-tron GT oder so. Okay, ich verstehe, dass man sich ein bisschen aufregt drüber, dass man dann vielleicht eine besetzte 300 Kilowatt Ladesäule vorfindet oder dass er bei Ionity lädt an einer Ladesäule, wo nebendran auch ein 50 Kilowatt Lader wäre, ja. Mit einem Auto, was nicht über 200 Kilowatt laden kann. Aber Leute, ja. Wenn man mit einem Elektroauto unterwegs ist, ja, dann braucht man halt Strom, wenn man Strom braucht. Wenn dann eine Ladesäule da ist und man sich vielleicht auch nicht so gut auskennt, dann steckt man halt da an, wo es geht. Ihr könnt auch nicht, also man kann nicht von jedem erwarten, dass er einfach versteht, wenn an der Ladesäule 300 kW dran steht, dass er nur mit einem entsprechenden Auto auch nur annähernd in diesen Bereich kommt. Ja. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel solche Ladesäulen, diese 150 schmalen Alpitronic 150 kW Ladesäulen anschaut, wo ich schon die Erfahrung gemacht habe und andere, wie ich höre, auch immer wieder die Erfahrung machen, dass man da einfach nicht die 150 Kilowatt bekommt, sondern dass man da 2x75 bekommt, obwohl was anderes dran steht. Ja, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass auch ein Auto wie jetzt zum Beispiel dieser Q4, ja, der ja theoretisch mit einer 150 Kilowatt Ladesäule auskommen würde, weil die Spitzenladeleistung bei dem Q4 40 ist so 140 Kilowatt wahrscheinlich, ja, muss ich immer noch genauer ausprobieren, dass man da trotzdem an der 300 Kilowatt Säule fährt oder dass man bei Ionity laden möchte, einfach deswegen, weil man halt die volle Ladeleistung ausnutzen möchte, sich nicht damit beschäftigen möchte, ob der 150 Kilowatt Lader, der hier gerade steht, wirklich seine 150 Kilowatt schafft. Ja? Also ganz ehrlich, ich Ladeetikette schön und gut, komme ich gleich nochmal zu, ja? Aber dass man sich darüber aufregt, da habe ich relativ wenig Verständnis. Wenn ihr mit dem Fahrer sprecht, ja, dann kann man ja mit ihm mal drüber reden und ihm vielleicht fragen, ob er das weiß. Ja? Vielleicht weiß er es nicht. Ja? Dann kann man ihn aufklären, wenn er zugänglich ist. Ja? Ansonsten, lass es doch mal gut sein. Ist doch nicht wie auf der Autobahn nach dem Motto, jetzt komme ich und alle sollen aus dem Weg gehen. Ja? Genau, vielleicht noch mal ein Wort zur Ladeetikette, ja? Grundsätzlich. Was ich natürlich immer voraussetze, wenn sowas ist. Ja? Wenn ihr fertig geladen habt, ja? Abstecken und wegfahren. Nicht irgendwas blockieren, ja, oder nicht jetzt auf der Langstrecke, nur weil es gerade schön ist, unbedingt auf 100% vollladen. Ihr wisst, das dauert am Schnelllader unverhältnismäßig lange, da wollen vielleicht andere schon mal dran. Ja. Dann, wenn man sich schon damit auskennt, dann kann man ja schon mal hingehen und sagen, okay, ich stöpsel jetzt eben meinen E-Golf oder meinen BMW i3 oder sonst irgendein Auto, was langsam lädt, stöpsel ich halt vielleicht nicht unbedingt an der 300 Kilowatt Säule an, sondern am 50 Kilowatt Lader oder am 100 Kilowatt Lader oder 75 Kilowatt Lader oder sonst was. Ja. Mir geht es immer ums DC-Laden hier. Ne? Und ja, drittens, also wenn Ladestau ist, ja, dann bitte hinten anstellen. Ja? Man sollte doch vielleicht so viel Anstand haben und nicht einfach sich vordrängeln. Ja? Man kann ja mal kurz aussteigen und mal fragen, ja? Wie ist es denn, wievielte bin ich denn, wo ist denn die Schlange überhaupt, wenn man es nicht sehen kann, wo ist die zu Ende? Ja? Kommt ja auch heutzutage immer häufiger vor, auch hier in Deutschland, dass man da Ladestau hat. Also ich finde, so ein paar Sachen kann man ja schon berücksichtigen. Aber bitte regt euch nicht drüber auf, weil irgendeine Ladesäule besetzt ist und ihr sagt, der könnte auch woanders laden. Ja, könntet ihr vielleicht auch. Das ist nämlich der vierte Punkt. Wenn irgendwo Ladestau ist, ja, in so einem Navi könnt ihr ja normalerweise relativ gut sehen, wo die nächste Ladesäule ist. Oder ihr macht eine eurer Apps auf, ja.
schaut doch einfach, vielleicht gibt es noch um die Ecke was anderes. Dann müsst ihr halt vielleicht 2 Minuten von der Autobahn wegfahren. Ja, mein Gott, ist aber vielleicht besser als 15 Minuten im Ladestau warten, oder? Also ein bisschen, ich verstehe, manchmal ist es schwierig, entspannt zu bleiben dabei, vollstes Verständnis dafür, aber so ein bisschen vielleicht nochmal Luft holen und sagen, gut, klappt jetzt halt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, ich muss jetzt hier kurz warten. Oder jemand blockiert die Ladesäule oder belegt die Ladesäule, ja, wo ich sagen will, der könnte auch woanders laden. Nein, kann er nicht, er will jetzt hier laden, ja. Holt da mal Luft, schön entspannt bleiben, vielleicht eine andere Ladesäule suchen. Heutzutage, mindestens hier im Westen von Deutschland, gibt es genug Ladesäulen, wo ihr das locker, da locker was findet. Da müsst ihr euch eigentlich in der Regel keine Sorgen machen. Ja? Findet ihr dann schon, ja, wenn man ein bisschen Reserve hat. Ein bisschen entspannt bleiben und ich denke, dann ist das mit der Elektromobilität auch nicht so, wie euch manche Leute weismachen wollen. Das ist ganz furchtbar und schrecklich und gar nicht funktioniert. Und nee, das ist es nicht. Es funktioniert. Ein bisschen Entspannung. Alles ist gut. Ja, das muss ich einfach mal loswerden, weil es mich gerade wirklich aufgeregt hat. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's mal für heute. Leute, ich wünsche euch was und ja. Bis demnächst. Ich gucke jetzt mal, ob es hier vielleicht noch schönes Wetter hat, dass wir noch ein paar Außenaufnahmen machen können. Aber sieht vielleicht nicht ganz so gut aus heute. Ne? Schauen wir mal. Bis dann.